Moin, ihr Lieben. Heute möchte ich mit euch zusammen ein Tauschpaket auspacken und zwar von der lieben Sarah Sophie. Ich habe ja in letzter Zeit ziemlich viel Bücher aussortiert, habe viel verkauft an Rebuy Momox, aber auch an einigen Zuschauern und habe vieles auch verschenkt an Freunde, Familie. Und es ist aber dennoch was übrig geblieben und ich habe mir überlegt, da kann man doch ganz schöne Tauschpakete mitmachen. Nun habe ich ja nun extra aussortiert, um ein bisschen Platz zu schaffen. Da möchte ich mir natürlich nicht 5000 neue Bücher hier wieder einquartieren. Und deswegen habe ich einfach mal die liebe Sarah Sophie angeschrieben, die ja jetzt auch mit Booktube-Videos angefangen hat, was ich sehr, sehr gerne verfolge. Ich habe sie schon vorher gerne verfolgt und ihre dufteligen Kerzen-Videos angeschaut, aber jetzt und gucke ich auch gerne ihre Büchervideos und da habe ich gefragt, ob sie sich vielleicht von mir aus meinen aussortierten Büchern welche aussuchen möchte und mir dagegen ein kleines Kerzenpaket schickt und ja, die Idee fand sie gut. Und ich weiß auch schon, dass ihr oder mein Paket bei ihr schon gut angekommen ist und dass sie das Video schon gedreht hat, aber noch nicht hochgeladen hat und ja, jetzt, wenn ich das Video hochlade, weiß ich gar nicht, ob das denn schon online ist. Ich werde es euch dann natürlich aber in der Infobox verlinken. Ja, und bei mir ist jetzt auch das Paket endlich eingetroffen. Hier ist es. Also schon ordentlich und ich bin so aufgeregt. Ich freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten und Geburtstag zugleich, weil ich bin dürfte ja auch sehr, sehr gerne, aber habe natürlich noch nicht so viel Erfahrung und noch nicht so viel Erfahrungswerte, was verschiedene Firmen angeht. Und sie hat mir jetzt hier ein Überraschungspaket zusammengestellt, wobei ich bei zwei Sachen weiß, was da drin ist, denn sie hat gefragt, ob ich mir vielleicht auch eine Kerze aussuchen möchte und beziehungsweise zwei sind es jetzt ja geworden und die beiden habe ich mir ausgesucht, weil gerade bei großen Kerzen, das dauert ja auch schon lange, bis man die abgebrannt hat, da ist es schon nicht schlecht, wenn man weiß, dass einem die Duftrichtung gefällt. Ich habe ihr nur noch mal gesagt, welche Duftrichtungen ich nicht so gerne mag, dass meine Favoriten nicht unbedingt parfümige, aquatische und männliche Düfte sind, das ist nicht so mein Ding, aber alles andere, da bin ich relativ offen und probiere gerne aus und gerade bei Melts kann man ja auch sehr, sehr gut ausprobieren. Und jetzt machen wir das Paket auf. Ich bin so gespannt, was sich dahinter drin verbirgt. So, wir haben es gleich. Zunächst ist es natürlich gut gefüttert, damit da nichts zu Bruch gehen kann. Ich denke mal, Sarah Sophie kennt sich da sehr gut aus, wie man das gut verpackt. Und natürlich ist hier noch eine kleine Karte. Liebe Ramona, ich hoffe, du freust dich über dein Tauschpaket und ich habe deinen Geschmack getroffen. Ich freue mich sehr auf die Bücher und kann es kaum erwarten. Ein Drücker aus der Ferne, deine Sarah. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr und ich denke schon, dass du da einige Düfte wahrscheinlich triffst, die meinen Geschmack treffen. Oh, und mir kommen schon Gerüche und Düfte an die Nase. Dann sage ich nochmal, dass ich kein Spezialist da drin bin, Düfte zu beschreiben. Ich kann keine Duftrichtung irgendwie rausriechen oder so, aber ich gebe natürlich mein Bestes, meinen Eindruck zu geben. So, als erstes kommt wahrscheinlich schon die erste Kerze, die ich mir ausgesucht habe von ihr. Die finde ich sehr gut eingepackt gewesen. In Knister-Luftpolsterfolie. Und hier auch. Na. Ist aber wirklich gut. Wie hast du das denn? Kriegt man die denn da wieder raus? Ah, so. Und zwar habe ich mir zum einen ausgesucht von Yankee Candle Home Inspiration ist das Lemon Green Tea. Also was jetzt auch passend irgendwie zur Sommer- und Frühlingszeit was Spritziges und Grüntee trinke ich ja auch sehr gerne und ich glaube, dass es dadurch so auch ein bisschen besonders macht und ja, ich habe von diesem Duft vorher noch nichts gerochen, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Ich finde den Deckel auch sehr schön mit diesem Ornament hier vorne drauf und kenne die Form eigentlich auch gar nicht von Yankee und es hat sogar zwei Dochte.
weiß gar nicht, ob sie das schon mal anhatte, weil die sehen noch ungebrannt aus, ob sie es vielleicht unter der Lampe hatte. Oh Mist, das ist also nicht, dass mir der Duft nicht gefällt, sondern das Wachs ist noch so arg kalt, dass man fast nichts riecht. Also als Sarah mir den Duft beschrieben hat, meinte sie, es rieche nach so diesen Zitronen-Krümeltee auch so ein bisschen. Ich rieche hier leider kaum was draus. Ein bisschen am Deckel was, da rieche ich tatsächlich, dass es zitronig riecht. Aber mehr kann ich leider nicht riechen. Ja, vielleicht versuche ich es gleich nochmal, wenn ich mit dem Duft, mit den anderen Duft, wachsen durch bin. So, dann kommen wir auch gleich zur nächsten Kerze, damit wir die schweren Dinger durch haben. Ich kann euch schon mal sagen, dass es auch eine zitronige Kerze ist. Ich konnte mich zwischen den beiden nicht entscheiden und sie meinte, ach komm, dann schicke ich sie dir beide. Und das war so lieb, bin ich so darüber gefreut. Auch die ist sehr gut eingepackt. Hast du aber auch gut eingepackt. So, ich hoffe, ich habe es jetzt. Und zwar ist hier die Kerze. Ich finde sie so schön. Ich liebe ja gelb, die Farbe. Und ich finde, das passt auch wunderschön zum Label, was ich auch unglaublich schön finde. Es ist der Duft Lemon Peel von Goose Creek. Sie hatte mir auch schon gesagt, dass sie den auch schon angebrannt hat. Und dass er so ein bisschen verfärbt ist, ist auch nicht schlimm. Das hatte sie in einem Video gesagt, dass das bei den helleren Kerzen von Goose Creek wohl mal passiert. Aber ich habe auch vor, die unter die Duftlampe zu stellen und sie nicht anzubrennen. Ich habe mir jetzt eine Duftlampe bestellt, die ist aber noch nicht hier. Werde ich euch dann auch irgendwann nochmal zeigen. Und ja, ich bin gespannt, ob man den besser riechen kann. Oder ob ich da jetzt hätte noch ein bisschen warten müssen. Ich war natürlich jetzt so neugierig. Man hätte jetzt vielleicht noch mal ein paar Stunden warten können, dass das Wachs ein bisschen wärmer ist. Aber ich habe es nicht ausgehalten. Also wenn ich jetzt alles nicht rieche, dann drehe ich einfach das nochmal, das Video. Dann habt ihr natürlich kein Live-Unpacking. Ja, ich rieche leider auch hier sehr wenig. Was sie mir erzählt hat, ist, dass der so ein bisschen nach Zitronenbuttermilch riecht und gerade dieses Buttermilch, das hat mich so neugierig gemacht und ich finde, das macht es dann auch so speziell. Also ich rieche im Deckel hier leider auch nur was leicht Zitroniges und so ein bisschen die Dochte, so ein bisschen die angebrannten Dochte, die das so verfälschen. Deswegen, ja, kann ich den auch nicht riechen, wie blöd, das tut mir sehr leid. Aber optisch sind sie auf jeden Fall sehr schön und es ist ja auch schön, dass alles heil hier angekommen ist. So, jetzt nehmen wir erstmal das Verpackungsmaterial hier raus. So, jetzt haben wir hier noch zwei Tütchen drin, die sie befüllt hat. Ach, wie süß. Ich stelle mal eben den Karton hier runter. Und zwar ist es einmal diese Tüte hier, wo ein Häschen drauf ist, passend zu Ostern. Mal gucken, was sie mir hier noch eingepackt hat. Und hier eine süße, gepunktete, türkise Tüte. Es ist sehr weich. Also es ist, glaube ich, kein Duftwachs. Könnte vielleicht Tee oder sowas sein. Ah ja, tatsächlich. Einmal ein Tütchen Tee. Da werden wir natürlich jetzt auch mal reinschauen. Oh ja, einmal Bukka 3 Minze. Kühlerfrischender Bio-Tee aus Pfefferminze, grüner Minze und Ackerminze. Ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Minztypen gibt. Aber Minztee, Pfefferminztee trinke ich in letzter Zeit sehr gerne. Dann haben wir hier Harmonie, Classic Chai. Oh ja, Chai-Tee trinke ich auch gerne, sehr, sehr gerne mit Milch. Die Sorte kenne ich auch noch gar nicht, aber riecht wirklich nach klassischem Chai. Dann haben wir nochmal den 3-Minze hier drin und Räubusch-Feuer-Chai. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal. Räubusch ist auch, mag ich auch. Ich mag eigentlich fast jeden Tee, außer Früchtetee ist nicht ganz so meins. Oh, oh lecker.
Und wie gut. Ich hatte gestern und heute auch schon, war ich auf der Teewichtseite, weil mein Teevorrat an losen Tee langsam alle geworden ist. Und ja, da habe ich schon auf Teewicht geshoppt, noch nicht. Ich habe vieles in meinen Wunschkorb getan und konnte mich aber nicht entscheiden und hatte so viel in meinen Warenkorb, dass ich da noch aussortieren muss. Und jetzt hat sie mir tatsächlich auch von Teewicht was abgezapft und dann auch noch so was Leckeres. Und zwar ist das Teewicht Birne Marzipan. Könnt ihr das lesen? Und da steht Mantel. Was soll das bedeuten? Achso, Birne im Marzipanmantel, okay. Aber was ist das für ein Tee? Ist das grüner Tee? Schwarzer Tee? 3 bis 5 Minuten bei 100 Grad. Dann ist es wahrscheinlich kein grüner Tee. Da möchte ich jetzt auch nochmal dran riechen. Lecker. Ich liebe ja Marzipan. Die Birne rieche ich jetzt hier nicht richtig raus. Ich rieche auf jeden Fall Marzipan und ich rieche. Oh, läuft mir richtig das Wasser im Mund zusammen. Und ich rieche was Fruchtiges. Ob das jetzt, dass das Birne ist, hätte ich jetzt nicht rausgerochen. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich riesig drüber. Boah, so viel. Und du bist ja verrückt. Muss ich ja gar nicht mehr bestellen da. Das ist ja Wahnsinn. Und den hatte ich auch auf meiner Wunsch-Warenkorbliste bei Teewicht. Und zwar ist das Honigperle. Ich glaube, das ist ein Kräutertee. Da rieche ich irgendwas bärig-fruchtiges, glaube ich. Und es ist so ein bisschen süß. Oh, lecker, lecker. Toll. Was haben wir hier noch? Honig-Chai-Lavendel mit Milch trinken steht da noch drauf. Oh, geil. Ah ja, das ist ein Chai-Tee. Da riecht man so die typischen Gewürze raus. Lavendel, ach doch, ein bisschen rieche ich das. Das macht es so ein bisschen besonderer, ne? Dass da so noch dieses kräutige Lavendel da mit drin ist. Und das ist auch gar nicht nur Honig-Chai-Lavendel, sondern sogar mit Rose. Honig-Chai-Lavendel-Rose. Mit Milch trinken. Na gut, probiere ich aus. Was haben wir hier als nächstes? Miss Vanilla Bloom. Auch, glaube ich, ein Kräutertee. Atme ich hier schon Tee ein. Riecht ein bisschen noch so nach Heu, nach sehr, sehr kräutrig, grasig. Und irgendwas, ja, ist das Vanille? Irgendwas Blumiges? Ach, ich bin schlecht in Düfte rausriechen. Aber es riecht interessant. So habe ich einen Tee noch nie gerochen. Und wir haben hier noch zwei drin. Was steht hier? Buschmanns Bester. Das ist, glaube ich, denn ein Räubuschtee. Das riecht bärig-sahnig. Oh, lecker. Lecker. Und der letzte ist milde Limone. Wow, aber der ist ganz schön intensiv dafür, dass da milde Limone draufsteht. Aber stimmt, das ist so ein bisschen abgemildert, wahrscheinlich mit irgendwas Sahne. Es riecht so ein bisschen wie dieser Yankee Candle Vanilla Lime, als ob da noch was Vanilliges oder Sahniges mit dran ist. Also hat nichts Stechendes. Oh, lecker. Und was ich toll finde, ich habe es ja eben noch gesagt, ich bin nicht so der Früchteteetrinker und liebe dafür alles andere. Und hier ist jetzt wirklich kein, glaube ich, jetzt nichts intensiv Fruchtiges dabei oder nur Fruchtiges. Ich glaube, hauptsächlich waren das Kräuter, Räubusch und Schwarztees. Und jetzt kommt doch noch einer, der mir hier im Schoß gefallen ist. Und zwar ist das Teewicht Vanillekipferl. Oh, lecker. Ja, der riecht wirklich sehr, sehr vanillig. Lecker.
Und die werde ich alle ausprobieren, auch wenn jetzt Frühling, Sommer ist. Das ist mir völlig egal. Da wird alles ausprobiert. Auch vielen lieben Dank. Allein das schon hat mir jetzt gerade so viel Freude bereitet. Und ich bin gerade so glücklich, dass ich nicht gestern bestellt habe bei Teewicht, weil ja, da schon viele dabei waren, die ich auch toll fand. Ich werde irgendwann doch nochmal bei Teewicht bestellen. Aber jetzt habe ich ja noch einiges auszuprobieren und richtig, richtig klasse. Vielen lieben Dank. Und jetzt kommt noch eine große Tüte, wo auch nochmal frohe Ostern drauf ist. Ist die süß? Passend zur gelben Kerze. So, einmal Verpackungsmaterial. Und wow, da hast du ja ordentlich in deinen Duftschrank gewühlt und aus. Guck mal, so viel. Da springt mir einmal ein Heart and Home Sampler entgegen und diesen Duft kenne ich tatsächlich schon. Bei Heart and Home habe ich auch schon mal bestellt. Und zwar ist das, wie heißt der nochmal? Nachthimmel, genau. Seht ihr das, dass da Nachthimmel steht? So eine hübsche Verpackung. Da sieht man so ein ja, Tischchen mit zwei Stühlen. Irgendwo wahrscheinlich an der Küste. Schönes Dinner for two. Ja, und das ist ein sehr weicher Duft. Man könnte jetzt meinen, weil es ja jetzt so ein dunkelblaues Wachs ist, dass es irgendwie männlich riecht. Das tut es überhaupt nicht. Ich glaube, da ist irgendwie Tonkabohne mit drin. Das riecht vanillig, ein bisschen holzig, aber sehr, sehr süß und weich. Weiter geht's. Wieder mit einem Bekannten, den ich aber noch nicht mir gekauft habe, nur mal dran geschnuppert und da fand ich ihn schon total toll. Und zwar ist das Hot Chocolate von Kringle. Lecker. Ich glaube, ich hatte nur den Hot Chocolate Kaschmir oder Kaschmir Chocolate oder so. Da gab es ja auch so eine Mischung. Ach, richtig nach, ich glaube, also für mich riecht das eher nach Vollmilch. Und natürlich mit noch einer süßen Note, die wahrscheinlich so diese Marshmallows obendrauf darstellen soll. Lecker Schmecker. Muss ich mir irgendwie, ich glaube, ich muss das mir ein bisschen Platz machen hier. So, weiter geht's. Ein Yankee Candle. Den kenne ich auch schon. Und zwar ist das Coastal Living und den mochte ich auch. Das ist ein sehr, sehr frischer Duft, geht für mich auch so ein bisschen in diese Weichspüler-Richtung, hat aber auch so ein bisschen was leicht Herbes, was so ein bisschen nach diesen Dünengräsern riechen könnte. Ach, so ein bisschen salzige Meerluft ist da drin. Riecht richtig lecker. Also nicht lecker, sondern erfrischend, schön. Gefällt mir. Obwohl ich nicht alle frische Düfte mag, mag ich diesen hier schon sehr. Auch den nächsten mag ich, den hatte ich gerade, den habe ich mir gerade sozusagen aufgebraucht. Und zwar ist das von Yankee Candle Pineapple Cilantro. Ein richtig schöner Ananasduft, der aber zusammen mit Kokos und ich glaube, was ist nochmal? Cilantro. Oh, ich komme jetzt nicht drauf. Jedenfalls irgendwas Kräutriges ist da noch mit drin, das das Ganze sehr, sehr besonders macht. Ich mache jetzt erstmal die ganzen Yankee Candles. Und zwar habe ich hier Champaka Blossom, ein blumiger Duft. Ich bin jetzt nicht so der rein Blumenduft-Fan, aber ich finde den okay. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den schon mal in meiner Lampe hatte, aber kalt geduftet habe ich ihn auch schon mal. Der haut mich jetzt nicht so von den Socken, aber ich bin gespannt, wie er ja, warm riecht. Oh, den nächsten, den mag ich auch sehr. Und zwar ist das ein blumiger Duft. Denn blumige Düfte mit irgendwas Fruchtigem oder irgendwas Warmen, Weichen zusammen kombiniert werden, dann finde ich das sehr schön. Und das ist bei diesem hier der Fall. Und zwar ist das der Sun-Drenched Apricot Rose. Und zwar ist der Aprikose eben mit einer Pfingstrose gemischt. Und der ist einfach herrlich. Also ich mag schon den Peony, den mag ich irgendwie auch, obwohl ich gar nicht so der Blumenduft-Fan bin, aber den mag ich schon. Und jetzt hier zusätzlich mit der Aprikose drin, den mag ich auch sehr gerne.
So, und jetzt kommen wir schon zu den Handmade oder von diesem Duft. Oh, lecker. Ganz langsam, Ramunter. Nicht luschern. Okay, also jetzt kommen wir zu den nächsten. Und zwar haben wir hier von... Von wem ist das? Ist das Bea's Wax Bakery? Steht oder nach Traumdüfte ist es wahrscheinlich. Kenne ich auch noch gar nicht. Und zwar Butter Cookie. So ein kleines Döschen. Und ein kleiner Schmetterling ist da noch drin. Der ist wahrscheinlich runtergerutscht. Der war wahrscheinlich draufgeklebt. Ja, der riecht tatsächlich schön. Ich finde, der riecht sogar ein bisschen Karamell. Würzig. Riechen vielleicht manche so diese Maggi-Gewürze raus. Ich werde mal sehen, wie er warm ist. Er hat schon so eine leicht würzige Note, aber ich finde, es geht noch. Ja, so was Buttriges, Teigiges auch. Ich bin ganz froh, dass man die jetzt riechen kann, dass die alleine wegen der Kälte, dass ich die jetzt wahrnehmen kann. Und auf den nächsten freue ich mich so sehr. Ich habe in manchen Düften schon erwähnt, in manchen Videos schon erwähnt, dass ich Honigdüfte liebe und dass ich da jetzt noch so ein bisschen nach dem richtigen Honigduft suche, weil es meistens ist Honig irgendwie so ein Blendpartner, um die Düfte abzurunden. Und hier habe ich Honigherbst und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hole euch mal das hübsche Herzchen raus. Die sind immer so wunderschön dekoriert. Und zwar ist das auch Bea's Wax Bakery. Was heißt auch? Das ist diesmal Bea's Wax Bakery. Ist das nicht schön? Zweifarbig mit Glitzer. Oh, okay. Da ist jetzt aber nicht nur Honig dabei, sondern auch irgendwas Zitrisches. Ich rieche da jetzt eigentlich hauptsächlich Zitrone, aber auch wieder abgemildert. So ein bisschen wieder wie Limonen, Buttermilch. Den Honig rieche ich jetzt doch ein bisschen hier. Es kommt ja mal drauf an, wo man riecht. Ja, doch so ein bisschen was Honigmäßiges rieche ich auch. Es war jetzt auch kein reiner Honigduft, aber den finde ich sehr, sehr schön. Auch gerade im Frühling jetzt ein bisschen spritzig. Was haben wir hier? Yankee Candle Enchanted Woodland. Muss man ein bisschen dran reiben, vielleicht rieche ich denn mehr. Also ich finde, es riecht ein bisschen beerig, hat irgendwas Fruchtiges und vielleicht auch ein bisschen was Holziges. Ja, also beerig-holzig, auch total interessante Kombi, kannte ich bisher noch gar nicht. Was haben wir als nächstes? Lecker, wieder von Bea's Wax Bakery. Und zwar, die Kombination mag ich ja sehr gerne, ist das Vanilla Lavender. Bin gespannt, also ich kenne von Kringle und von Yankee kenne ich die schon. Irgendwie rieche ich alles jetzt nach Zitrone. Wahrscheinlich, weil ich es jetzt an den Fingern habe, ich weiß es nicht. Und ich glaube, Blitze habe ich auch eingeatmet. Also ich rieche da jetzt Zitrone raus. Auch hier versuche ich mal dran zu reiben, dass es ein bisschen wärmer wird. Ja, den Lavendel und Vanille. Ganz leicht rieche ich das jetzt raus. Oder auch wenn ich hier in der Tüte rieche. Da rieche ich auch jetzt die Vanille. Habe ich euch die Wachsmell ist eigentlich schon gezeigt. Das eine ist ein Herz und das andere ist so eine Blume. Total schön. Dann habe ich hier so kleine Brittles von Iceflower. Da habe ich auch noch nicht bestellt. Und zwar Wild Mountain Honey. Wieder ein Honey-Duft. Ob du dir wohl gemerkt hast, dass ich das mag? Weil du hattest mir unter dem Video mal Tipps gegeben für Düfte. Oh ja, das ist tatsächlich ein Honigduft und man riecht auch sogar Kräuter. Hier ist auch sogar mit diese hübschen
regenbogenfarbigen Brittles-Stückchen, sieht auch wie so Schokoladenstückchen, sogar verziert mit Kräutern. Es riecht teilweise wie so eine Wildblumenwiese, nach bisschen nach Heu und dann dieser Honig. Oh, ja, das mag ich gern. Oh, das ist aber auch eine tolle Farbe. Das ist so wie so ein Sonnenuntergang. Geht von Gelb nach Orange. Auch genau meine Farben. Und zwar ist es von Beautiful Fragrances Country Apple. Okay. Ein Apfelduft also. Ich rieche schon wieder Zitrone. Eine Mischung aus Zitrone und Apfel rieche ich hier. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht hätte ich wirklich ein bisschen warten müssen. Dann habe ich von Candlelight Orange Dreamsicle. Hier ein orangenes. Oh ja, der riecht richtig spritzig nach Orange. Lecker. Und hier habe ich von Wohlfühlmomente ein kleiner Wachskuss, hier so ein Herzchen in der Duftrichtung Schneegestöber. Oh, ich mag gerne so kühle Winterdüfte, mag ich gerne. Ja, ist ein kühler Tannenduft. Ach, ja, richtig gut. Und dann habe ich hier Candlelight Sunlit Mandarin Berry. Was schön bäriges, fruchtiges. Oh, hier ist so ein rotes Meld. Ja, der riecht bärig, orangig, wie es draufsteht. Ah, hier ist wahrscheinlich wieder ein Winterduft, und zwar ist das ein Schneemann. Beziehungsweise der Kopf eines Schneemanns. Ich hole ihn euch einmal raus, um euch zu zeigen, wie er aussieht. Sieht's, ne? Und zwar ist das Clear Winter Sky. Mal gucken, ob der jetzt so ähnlich riecht. Ja, ist auch so ein frischer Tannenduft. Sehr, sehr kühl. Riecht in meiner Nase ähnlich wie der andere. Als nächstes von Goose Creek Cool Spring Breeze. Von Goose Creek habe ich auch noch nicht so viele Düfte, nur sehr, sehr. Oh, das ist ein sehr weiches Melt. Ja, das ist ein sehr frischer Badezimmer-Duschgelduft, finde ich. Grün, frisch und sehr weich. Goose Creek Cool Spring Breeze, ja. Dann habe ich wieder Goose Creek Blueberry Greek Yogurt. Joghurt? Ist das nicht sogar einer von den neuen? Also ich bin jetzt nicht so der Blaubeeren-Fan, aber mit dem Joghurt zusammen könnte ich mir das schon vorstellen. Oh ja, doch. Mit diesem Joghurt zusammen hat es eine schöne Note. Eine interessante Note. Es lichtet sich ganz langsam. Als nächstes habe ich auch von Goose Creek Bunny Cupcake. Und sie schreibt leider, riecht sie da Maggie. Ich glaube, das ist auch einer von den neuen. Also, sie riecht da ein bisschen Kokos raus, kann das sein? Ein bisschen was kuchig-kokosmäßiges. Also auf Anhieb rieche ich da jetzt nichts gewürzig, Maggi-mäßiges. Ich werde den einfach probieren. Weil diese Kokosraspelnote, die macht mich schon an. Als nächstes Goose Cool Raindrops. So einem Türkis.
Der hat auch irgendwas Zitrisches, aber auch was Frisches. Ist wahrscheinlich auch alles jetzt schon verfälscht, dadurch, dass ich alles an meinen Fingern habe, an meiner Nase. Aber ich gebe mein Bestes. Oh, lecker. Von Doris Kokosdance. Ich liebe Kokosdüfte. Und diese Wachsmelts sehen ja ultra schön aus. Hier einmal ein mit einer Rose drauf und der andere ist mit einem Herzen. Ist irgendwas Fruchtiges noch mit drin, aber nichts Ananas, nichts Stechendes. Irgendwas Weiches. Nichts noch irgendwie sanft, milchig, aber so richtig Kokos. Rieche ich da noch nicht. Irgendwas süß, also er hat irgendwas Süßes, Fruchtiges, aber nur leicht und dann irgendwas Sahniges. Wahrscheinlich ist das dann die Kokosmilch. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Bottich von Iceflower und zwar Candies on Snow. Oh, da bin ich auch gespannt. Ja, der riecht wieder ähnlich wie diese anderen, diese Tannen-Winterdüfte. Kühl, tannig, aber es hat auch was Süßes. Und wenn ich mich nicht irre, auch irgendwas Beeriges. Ja, der ist auf jeden Fall noch mal anders als die üblichen Wintertannendüfte. Dann habe ich hier Goose Creek Sweet Banana Bread. Oh, ich liebe Bananendüfte. Banane, Banane, Kokos, Honig, das ist und so meins. Ja, lecker. Man riecht hier, also ich finde nicht, dass das ist echte Banane oder eher Schaumbanane. Also ich habe, glaube ich, Banana Bread von Cheerful gehabt, oder? Der roch anders. Ich glaube, der hatte eher so diese echte Banane. Hier riecht das eher nach künstlicher Banane, aber trotzdem, ich mag auch künstliche Banane. Den mag ich auch sehr. Was haben wir hier noch? Keep Calm. Oh, ich glaube, das ist irgendwie ein ganz toller Badezimmer, nicht kein Badezimmer, sondern Schlafzimmerduft. Was ganz Beruhigendes. Ist das nicht irgendwie Lavendel, Kaschmir oder irgendwie sowas? Auch wieder hier so ganz süße Rosen- und Herzförmchen. Oh ja, da ist Lavendel drin. Ich finde auch sehr krautiger Lavendel. Was anderes rieche ich eigentlich nicht. Auch schön. Auch mal was anderes. Dann habe ich hier von Doris Duftstübchen After Dinner Minz Starbucks Kaffee Schlagsahne. Okay, ein Mint Kaffee Schlagsahne Duft. Auch wahrscheinlich After Eight. Wahrscheinlich ist damit dieses After Dinner angesprochen. Das sind so Sahnetupfen. Oh ja, da riecht man. Ich finde, das riecht tatsächlich nach dieser Kaffeeschokolade. Kennt ihr die? Die ist so, hat so schwarz-weiß Schokolade und mit Kaffeearoma. Ist nicht so mein Ding, aber ich finde als Duft schön. Oh ja. Kaffeedüftchen hat Düftchen. Kaffeedüfte hatte ich auch bisher noch nicht. Was haben wir hier? Beautiful Fragrances Rose Jam. Ist ein Laschduft. Oh, okay. Bin jetzt nicht so der Lush-Kenner, von daher wird mir der Duft jetzt nicht sagen, aber Rosenmarmelade finde ich schon cool. Passend in so einer rosafarbenen. Oh ja, das riecht super. Also es riecht nach Rose, eindeutig, aber es hat auch was Süßes, Zuckriges. Lecker. Richtig, richtig gut. Und jetzt haben wir noch drei. Dann ist es schon zu Ende. Was heißt schon? Aber es bringt so viel Spaß, das auszupacken. Und zwar von Iceflower ist das White Velvet. Velvet, Red Velvet, ist das nicht dieser Kuchen, diese Torte? White Velvet.
Und das ist so ein ganz, ganz edler Rosenthaler. Schaut euch das mal an. Ist das nicht genial? Ich weiß jetzt nicht, warum er White Velvet heißt. Ich finde, es riecht irgendwie blumig und kuchig. Kann das sein? Und ein bisschen beerig. Ich glaube eher beerig als blumig, ne? Aber auch sehr schön. Der vorletzte Duft ist einfach auch eine geniale Form. Und zwar sind das so kleine Füße. Tasty Scents Caribbean Escape. Und der eine hat schon leider ein C verloren. Aber sind die nicht niedlich? Oh ja, das ist für mich so ein Pina Colada Duft. Hat was Kokosmäßiges, hat was Ananasiges. Ja. Sehr, sehr schön. Und der letzte ist von Blue Moon Strawberry Shake. Von Blue Moon hatte ich auch noch nichts. Erdbeere ist ja oft sehr, sehr künstlich, aber mit sowas Sahnigem erhoffe ich mir da jetzt viel. Es riecht irgendwie ein bisschen nach Knete. Da bin ich jetzt etwas enttäuscht. Nein, aber ich rieche hier tatsächlich Erdbeere. Aber nicht sehr intensiv. Aber das mag jetzt auch daran sein, dass ich jetzt 50.000 Düfte angeschnuppert habe. Ja, also Sarah, Sophie, vielen, vielen lieben Dank. Das ist ein Mega-Päckchen. Also alleine diesen ganzen Tee, eins, zwei Sorten hätten da schon gereicht, aber du hast mir hier so ein Mega-Päckchen gemacht und diese ganzen Duftmelds und dann deine Großzügigkeit, dass du mir beide geschickt hast, wo ich mich nicht entscheiden konnte. Und ich hoffe jetzt so sehr, dass du auch mit meinem Päckchen zufrieden bist. Ich glaube, sie hat sich irgendwie so um die 10 Bücher ausgesucht von mir. Und ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, ob du auch damit zufrieden bist. Ich habe dir natürlich auch ein bisschen was Kleines mit reingelegt, aber ja, ich weiß nicht, ob es das aufwiegt. Also ich hoffe, du fühlst dich gerecht behandelt. Es ist auf jeden Fall toll, immer zu tauschen. Ich liebe Tauschpakete und gerade in diesem Duftsegment, wo ich einfach noch nicht so lange dabei bin, es ist einfach toll, wenn man verschiedene Firmen kennenlernt und für sowas ist natürlich ein Duft. Tauschpaket genial. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei, auch wenn ich nicht so gut bin darin, Dufte zu beschreiben. Und schaut auf jeden Fall bei Sarah Sophie vorbei, bei ihren Unpacking. Sobald das online ist, werde ich das unten in der Infobox verlinken. Und dann schaut mal vorbei, was sie so zu den Büchern sagt. Also da sind auch wirklich tolle, tolle Bücher dabei, die sie sich ausgesucht hat. Und ja, ich würde sagen, habt noch eine schöne dufte und lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.